Hallo. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Video mal wieder mit Daria zusammen. Mit ihr habe ich auch die Asia Food Challenge gedreht. Heute machen wir auch wieder was mit Essen zu tun hat. Nämlich heute machen wir die Baby Food Challenge. Ich glaube, Baby Food Challenge kennen auch relativ viele, weil das, also die Challenge gibt es auch schon bestimmt seit 3 Jahren jetzt auf YouTube. Aber ich erkläre für euch natürlich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Wir waren eben einkaufen zusammen, haben Kinder Babybrei gekauft. Ganz viel, gab es eine große Abteilung, aber ich habe mich total angestellt, dann bei der Kasse die zu kaufen. Weil, als ob wir selbst Kinder hätten oder so. Ja, genau. Und wir haben für den anderen jeweils 3 Babybreis rausgesucht, wo wir den anderen gleich mit füttern werden. Wir werden gleich festlegen, wer anfängt. Dem einen werden wir dann die Augen verbinden und der andere wird dann denjenigen füttern, der die Augen verbunden hat. Genau, und wir haben natürlich nicht die leckersten Babybreis gekauft, sondern ein bisschen komische. Genau, aber wir werden jetzt auch schon beginnen. Ich denke, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Eine Runde nur. Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich muss erst die Augen verbinden. Daria muss anfangen mit dem Erraten der Babypreis. Das geht eh nicht um meinen Kopf herum. Okay, dann ist mein Mund nicht frei. Hallo, wo denn? Mach jetzt geht's. Das, du musst vielleicht auch noch riechen. Hauptsache, damit habe ich den letzten Abwasche abgetrocknet. Ja, voll schön, dass du irgendwas draus machst. So, wir werden jetzt beginnen. Darias Augen sind verbunden. und wir beginnen jetzt. Ich habe hier meine 3 Babybrei und ich muss gerade mal eins aussuchen. Als erstes gebe ich ihm, was sieht denn lecker aus? Als erstes werde ich dir das hier geben. Sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Ja, sieht gut aus. Würde ich als Kind essen? Baby? Eh nicht. Nein, natürlich nicht. Och. Das ist richtig eklig. Bah. Ich will riechen. Das riecht halt schon arg danach. Ich will riechen. Am Ende vergiftest du mich. Bäh, das ist richtig widerlich. Die armen Babys. Willst du mal riechen oder willst du nicht? Doch, ich will entscheiden, riechen. Willst du wirklich ja, riechen? Ja, ich will riechen. Oh, ist Thunfisch. Nein. Sag ich mach dir mal wenig auf den Löffel. Willst du essen? Ja, ich will es probieren. Und wie ist es? Lecker, nein. Ist nicht gut. Da ist Kartoffel drin, oder? Ja. Boah, das stinkt so richtig. Ist da auch irgendein Fisch drin? Boah, ich kotze gleich. Ich sag es ganz kurz. Es sind Kartoffeln und Lachs in Dillsoße. War es lecker? Nein. So, der nächste für Daria. Ich habe alles mein Make-up so voll verschmiert. Mein Mascara. Wir sind hier nicht bei Germany's Next Topmodel. Ich dachte schon. Okay, jetzt beginnen wir. Mit unserem zweiten. Ich weiß jetzt nicht, ob oh das Gott. So schlimm ist, aber. Oh Gott. Ah. Ist es schlimmer als das erste? Nee, ist nicht schlimm. Also ich denke, es ist nicht schlimm. Willst du riechen? Mm-mm, lieber nicht. Na doch, könnte man. Riecht dann nicht. Sie riecht man nicht. Soll ich? Mhm. Kannst du Mund zu machen? Wie ist es? Ja, sau eklig. Echt? So schlimm? Mhm, schmeckt irgendwie nach Nudeln oder sowas. Nach Nudeln? Schmeckt es vielleicht nach Gemüse? Oh, nach Gemüse? was könnte ich? Ja, doch irgendwie nach Karotte. Schmeckt? Ja, bestimmt. Also, da ist alles drin. Da sind mediterranes Gemüse mit Auberginen. Oh, Aubergine. Geil. Doch, das schmeckt man. Oh. Wir beginnen mit dem letzten Brei, also dem dritten Brei für Sie. Und danach bin ich dran, aber wir haben ja noch einen. Freu dich schon mal, Jule. Viel Spaß. Soll ich mal riechen? Ja. Lass mich auch mal riechen.
riecht schon wieder nach Fisch, ey. Warum riecht alles nach Fisch? Aber das riecht so richtig nach Fisch. Ich hätte, da ist wirklich nochmal Fisch drin. Ja, da ist noch Fisch drin. Aber das riecht ja so extrem nach Fisch. Ja. Hat's gut gerochen? Ja, irgendwie schon. Echt? Krass. Wenn ich, ja, ich finde, das riecht einfach nach Fisch. Mit halt so Essen. Ich mag sie so. Oh, da sind Stückchen drin. Wisst ihr noch diese Puddings bei der Asia Food Challenge? Saueklig. Ah, lecker? Saueklig. Okay. Probier mal. Der Scheiß ist, ich bin jetzt dran. Ich probiere das nicht, ne? Oh mein Gott. Aber ich werd mich so anstellen, wenn ich gleich dran bin. Ja, bist du echt. So Leute, ich bin jetzt dran und mir werden schon die Augen verbunden und ich hoffe, du hast siehst liebere du Sachen benommen. Nee, ja, nicht. Nee, so nix. Ich hab. Okay. Die Kamera läuft, oder? Ja, Kamera cool. Läuft. Ich fange einfach mal mit dem Leckersten an, denke ich. Nö, schadet ja nicht. Hör auf. Ich will. Diese Konsistenz. Daria, darf ich mal riechen? Aber wenn ich rieche, kann ich danach gar nicht mehr essen, glaube ich. Wie Katzenfutter. Nein! Und auch. Warte mal ganz kurz, ich muss mich vorbereiten. Ach, echt krass. Spaghetti in Gemüsecreme mit Pute. Ja, das war das Beste, glaube ich. Trotz bei der Challenge, Leute. Abbruch. Abbruch. Ich werde jedes einfach nur ausspucken. Aber wenn man daran denkt, dass ja auch die Babys das essen und für die das gut ist, dann motiviert das auch. Ich will aber erst riechen. Okay, also soll ich das nach dem 4. Monat oder das nach dem 1. Lebensjahr nehmen? 4. Monat. Okay. Weil da, vielleicht sind da keine Stückchen drin. Schon wieder so eine eklige Schicht oben. Hör auf! Das ist viel dicker. Das riecht so richtig nach Gemüse. Probier. Lass mich nur ein bisschen nehmen. Lecker, oder? Ja, ist aber besser als andere. Mehr? Ja! Nein! Es war ein Spaß! Bäh! Ich dachte, da wäre nichts. Okay, gut. Reicht, aber was ist das denn? Kann ich mal. Das Gemüse, also, Karotten oder so. Ja, Karotten und Kartoffeln. Sogar. Mehr nicht. Und Rindfleisch. Boah, so widerlich. Aber das war okay, eigentlich. Boah, ist ja richtig harter Junge. Ja, Mann, ich nehme das voll. Alles so Spaß. Boah. Ist eklig. Ja! Oh Gott! Bitte, da musst du kotzen. Nee. Hörst du das? Mhm. Mein Kind kriegt sowas nicht. Ich riech das eklig. Boah, das riecht man direkt. Vor allem, Leute, ich muss ja für die Daria extra was Vegetarisches, also Pestitarisches. Musst du extra was aussuchen ohne Fleisch. Oh, armer Jul. Aber ich krieg hier so eine Scheiße. Ja, was hast du davon, wenn du Fleisch isst? Witz. Mund auf. Nicht will das riechen. Es riecht echt nach Katzenfutter. Mund auf. Ich bin nur Jul, so du musst schon ein bisschen mehr essen. Bisschen. Ich hab gar nichts gegessen eben, lol. Ja, aber ich hab eben einfach nicht. Warte doch mal, ich will nicht, dass es so nah an mich. Okay, Jule, muss ich ja weiter den Mund aufmachen. Alter, Jule hat man es gar nicht mitgekriegt, wie das schmeckt. Ich hab richtig viel im Mund. Nein, hast du nicht. Doch, Mann. Was ist das? Linsensuppe. Hä? Ja doch, das schmeckt nach Linsensuppe, aber noch was. Da ist noch was drin. Schinken. Schinken. Oder ja. So Leberkäse oder. Ja, das ist aber okay. Ja, dann kriegst du noch ein bisschen mehr. Nee. Hey, du hast davon fast gar nichts gegessen. Ich hab immer so einen richtigen Löffel genommen. Weil ich kam. Okay, du hast einfach wirklich so ein bisschen abgeleckt. Nochmal. Richtig jetzt.
Ich hasse mein Leben. Oh. Ja, kann ich mein fertig. Wasser? Du bist fertig, du hast sogar die Dinge abziehen. Hallo. Das ist ja wie ein neugeborenes Baby. Passt ja. Dann waren die alle orange. Das ist richtig eklig, einfach. Das sieht man aber nicht. Weil schmeckt alles wie schon so zerkautes Zeug, Alter. Ih, wie sah das denn bei mir aus? Ja, das ist doch richtig angeschaut. Richtig eklig. Hey, schau mal, das sieht eigentlich gut aus. So auf der Verpackung sieht das richtig lecker aus. Ja, das ist aber Aber innen drinne. Boah. So, ich denke, das war's dann auch schon mit dem Video. Wir haben jetzt jeder drei echt sehr leckere. Babypreis gehabt. So, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann werdet ihr jetzt kostenlos Abonnent meines Kanals, einfach indem ihr auf den roten Button klickt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.